Manege frei hieß es am Donnerstagvormittag an der Grundschule Dürerstraße in Ganderkesee. 20 Schüler eines Inklusionsprojektes führten in einer bunten Zirkusvorstellung ihre geübten Kunststücke vor. Das Projekt ist eine Kooperation der Grundschule Dürerstraße mit der Katen-Kamp-Schule. Seit Anfang des Schuljahres haben Artistinnen und Artisten mit und ohne Behinderung gemeinsam für ihren großen Auftritt geübt. Die Zirkus AG fand einmal die Woche statt. Neben Sportler Dirk Jensen waren auch die beiden Schulleiter Anne Fischer und Frank von der AA sowie zwei Pädagogen des Zirkus Radieschen dabei. Jetzt überlegen die Schulleitungen, wie die Kooperation weitergehen soll.